Wir werden das Nest ausräuchern, meine werten mit Marines und Marininnen. Keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier... Kommt da was? Ja, da kommt was. Egal, wir ignorieren das. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Das Nest soll ja... Wo soll das sein? Find McCallum im ersten Stock und erreiche das Büro von McGallagher, dem Direktor der Kolonie. Was haben wir denn bis jetzt raus? Looking for a nice spot for a picnic or what? Ja. Was haben wir denn bis jetzt rausgefunden? Dass irgendjemand die Viecher in... Also die Aliens, in Ladecontainern für Rinder geliefert hat. Scheint also Absicht gewesen zu sein. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Eins von diesen Rinderviechern haben wir schon gesehen. Was nimmt man denn jetzt? Wo soll das sein? Auch im ersten Stock. Das ist beides im ersten Stock. Also müssen, wenn wir... Let's do what we came for and get the hell out of here. Ja, ja, wir müssen in den ersten Stock. Und der Aufzug in den ersten Stock, der wird wohl da sein. So, das heißt, hier werden nochmal Kisten. Ist die Frage, ob wir da hinkommen. Ich würde sagen, da ist unser Vehikel, genau. Wir steigen ins Vehikel, lassen uns da hinfahren und gehen dann da rein. Genau, so machen wir das. So und nicht anders. So ist der Deal. Come on, Team! So, lass mal kurz gucken. Wir haben zwei Geschütze. Komischerweise haben wir 8 Geschütze. Das, glaube ich, ist aber ein Fehler. Das ist, glaube ich, die 8, wo es drauf liegt. Wir haben noch 7 Munition. Das ist also alles im Rahmen. Wir haben gerade gerastet. So. Cut that door open. Wir gehen hier durch und gucken mal, ob wir die Mission jetzt nicht komplett abschließen können. Door clear. Warum stürmt's denn hier so? Got something on a track. Nein, da... Ja, okay, da ist der Wagen, der macht das schon. Ich glaube, ich ignoriere diese Dinger hier mal. Ist zwar eigentlich schade drum, aber ich ignoriere die mal. Oder ist da irgendwas in der Nähe? Naja, wir könnten hier und dann könnten wir da reinlatschen. Das ist die Frage, wollen wir das? Ja, komm, wir machen das mal. Vielleicht können wir es gebrauchen. Stay frosty, Marines. Trupp verlegen. Und zwar, sagen wir mal, erstmal hier hin. Ja. Ich will unbedingt die Munition haben. Da liegt ein totes Alien. Naja, tritt sich fest. Jawohl, mach's so platt. Sehr schön. Immer feste drauf. Jetzt setz mich hier nicht in der heißen Zone ab, ja? So, das Erste, was wir machen... Wir gehen hier rein und holen uns den Nachschub. Ich hoffe, das lohnt sich. Got something on the track. Ja, aber das ist da drin. Das wird hier wohl kaum rauskommen, oder? Haben wir hier irgendwo einen Ausgang? Nein, hier haben wir gar keine Ausgänge. Die kommen hier hoffentlich nicht rausmarschiert. Nein. Und außerdem steht ja der Wagen. Von hinten können sie auch nicht kommen. Alles gut. Ich hoffe, das lohnt sich. Don't get too comfy, okay? Ich bin nie comfy. Was ist das hier für ein Gestürm? Da hat irgendwas gerumpelt, aber ich glaube, das war Gewitter. There's something around. Move on! Ja, locker bleiben. Wir holen uns mal ganz kurz hier das Zeug. Es hat uns gewittert, aber es kommt zum Glück nicht durch die Wand. Was war das? Keine Ahnung, was es war. Elf Material. Nochmal 11 Material. Ich muss sagen, der Perk, dass der 10% mehr macht. Nein, tut sie nicht. Right now. Let's see what's inside. Die riechen uns, aber sie sehen uns nicht. They really want this open. So, komm, wir verdünnisieren uns wieder. More signature spotted. Move on. Die sehen uns nicht. Wir gehen jetzt in den... Hört ihr das?
Was war das für ein Geräusch? Wir wissen es nicht. More signals incoming. Nein, nein, hier kommt nichts. Ich guck nochmal nach. Kommen die hier irgendwo raus? Nein, die kommen hier nicht raus. Bleib locker. Die sind zum Glück nur doofe Aliens. Also wie einer sagte, das ist so der Überraschungshit des Jahres, muss ich sagen. Für mich zumindest, als großer Alien-Fan. So, hier jetzt pass auf, Trupp verlegen. Ich habe einen irrsinnigen Spaß, obwohl ich mich ein bisschen grusel. So, da wollen wir hin. Das hier war aber nichts. Okay, das können wir mal ignorieren. Wollen wir da rein? Nein. Das ist auch ein Aufzug? Warenlager? Ich bin mir nicht sicher. Wir fahren auf jeden Fall erstmal dahin. Don't get too comfy, okay? Ich frage mich, wie sicher dieses Auto ist. Also wenn jetzt eine Horde Aliens kommt, ob wir das überleben in dem Auto. Fahre ich denn hier gerade hin? So, hier sieht's gut aus. Wir gehen schnurstracks, na eigentlich hier rein, oder? Da ist ja auch noch was. Komm erstmal hier hin. Vielleicht müssen wir noch ein weiteres Mal hierhin zurück, aber ich bin erstmal vorsichtig. Ich habe so viel Zeug eingesammelt jetzt. Und die Marines haben so viel Erfahrung gemacht. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht missen. Ah, hier ist nämlich noch... Hier ist nämlich, don't get too comfy, okay? Nein, hier ist nichts mehr. Vergiss es. Komm zurück. Das hatten wir schon. Was war das schon wieder? So, sieht es gut aus? Es sieht alles gut aus. Wo denn? Geht doch nicht. Move on. So, wir gehen in den Aufzug, fahren eine Etage höher. More signals incoming. Nö, nö, ist alles gut. On it. So, wir wollen in den ersten Stock. Eigentlich brauchen wir da, müssen wir da zwei Sachen organisieren. Nämlich einmal Gallaghers Büro. Aha. Also raus, rechts. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Ja, ganz anderer Pulterende bei Beb unter. Das dürfte Gallaghers Büro sein, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Komm, wir gehen mal hier raus. It's quiet. Ja. Too quiet. Nein, nein. Ist alles gut. They're headed our way. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Come on, team! Geradeaus, weiter geradeaus, komm. Wie kommen wir denn da rein? Das sieht so zu aus. Eventuell müssen wir da uns reinschweißen, kann das sein? Eventuell müssen wir uns da reinschweißen. Das gefällt mir alles gerade gar nicht. Das sieht nämlich verdammt zu aus. Wie sollen wir denn da? Okay, erstmal dahin. Erstmal dahin und dann gucken wir weiter. Doors welded shut. Someone made the right call. Reading a personal transmitter on the other side. Could be a live one. All right, Marines. Get him out. Okay, wir holen ihn raus. Okay, dann holen wir ihn halt raus. Cut that door open. Open up, Sesame. Hoffentlich lohnt sich das. Bis jetzt waren alle infiziert, die wir gefunden haben. Oder tot. Oder beides. Und, lass mich raten,
Who's there? Who are you? Oh, der lebt sogar noch. Are you with the company? Take it easy, man. We're the USCM Corps. I'm under the orders of Sergeant Harper and in contact with Administrator Hayes from Pioneer Station. It's Joe McCallan, Technician Second Grade. Please, don't leave me here, please. Nein, nein, wir nehmen dich ja mit. Chief Corrigan could probably use another pair of hands. No way he's getting in my dropship. How do you know he's not infected? Infested, Hunslet. These things are parasites, not a disease. Marines, you reckon we can trust him? I mean, he welded that door pretty tight to keep these guys at bay. Just keep an eye on him, will you? Squad lead, bring him back to the ARC. But stay alert. I don't want any surprises. All right. Stay calm, Joe. We're getting you out of here. Stay with us. We'll get you back to our transport. Okay. Right now. Wir holen noch das Zeug hier raus und ich würde sagen, mit dem verduften wir uns dann erstmal. Was haben wir da gefunden? Ein Medipack, ist okay. Let's see what's inside. Weil mit dem werden wir uns jetzt nicht zu McGallaghers Büro begeben. Das machen wir in einer gesonderten Mission. Wir haben jetzt so viel Glück gehabt. Move on! Wir verduften uns jetzt hier schön. Ja, wo müssen wir lang? Da lang. Komm, komm, komm. Schön runter und dann ab hier. Schön nach Vorschrift. Warum ist da noch... Ah, ich hab Gallagher vergessen. Hurry up, Squad! Mann! Komm doch mal mit, Mann! On my way. Kommt er jetzt mit? Jetzt kommt er mit. Super. Jetzt hätte ich den Beiner da vergessen. Haben wir Signale? Nein, wir haben keine Signale. Kommst du bitte mal? Das ist hier kein Spaziergang. Nein, er lässt sich Zeit. Oh, 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 nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Suppressive fire! Ja, kommt. More signature spotted. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe nicht. Don't get too comfy, okay? Oh shit. Hurry up, Squad! Oh shit. Moment, Moment hier, Flammenwerfer. Flammen! Jawoll! Burn, baby! You like that, huh? Incoming. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, dass da... Flamme an, komm! Ja, daneben! Uhu, nee, doch nicht daneben. Hier, komm! Der ist auch weg, okay. Wir verdünnisieren uns. Da ist auch noch einer. Haben wir ihn erwischt? Nein, nein. Ah, er frisst. Nee, keine Ahnung, wie der frisst. Alles gut. So, komm. Sammel das ein. Probe haben wir. Wir gehen zurück hier. Haben wir den komischen... Wo ist McGallagher? I think we're spotted. Ah, der ist hier. Okay. So, wir wollen ins Erdgeschoss, bitte. Puh. Es leben die Flammenwerfer. Okay, die Dinger sind geil. Komm. Raus hier. Wir gehen. Es war alles sehr lustig, aber das war das Zeichen abzuhauen. Hurry up, you slugs. So, rein da. Überlebende herausholen. Der geht rein. Thank you. I never thought I'd get out of there alive. So, wir verlegen uns. Sehr schön. Okay.
Das sind die Ränge. Die sind alle einen aufgestiegen. Sehr schön. Wir haben mitgebracht 2 Geschütze. Ah, tonnenweise haben wir mitgebracht. Bestätigen. Wie gesagt, das war eine saubere Geschichte. Fühlt sich auch gut an, muss ich sagen. Hab so ein leichtes Grinsen im Gesicht. So, das kann man überspringen. Let Hills, was haben wir denn? Primärziele. 11 von 14, aha. Jetzt müssen wir nur noch den verdächtigen Container untersuchen. Wobei, nee, das hätten wir ja eigentlich gemacht. Data Packs 3 von 19. Bei dieser Expedition. Marienbericht. Die haben es alle überlebt. Sehr schön. Warum ist der rot? Der ist verletzt. Wieso ist der verletzt? Echt? Hat er was abgekriegt? So, wir befördern sie alle mal. Wer ist denn hier schon befördert worden, wenn ich das mal wüsste? Hier, befördern wir mal einfach der Reihe nach. Richtschütze. Okay, warte mal. Moment. Eine Klasse wählen. Sergeant? Achso, Sergeant oder Richtschütze? Sergeant ist der Grundpfeiler des Trupps. Er ist ein charismatischer Teamleiter, besteht eine strategische Denkweise, sagt dem Trupp, was zu tun ist und gibt seinen Männern das nötige Selbstvertrauen. Sobald ein Marine mit diesem Attribut lebendig ist, erhalten alle Marines im Trupp einen Bonus von 10 Punkten auf Tapferkeit. Okay, also wahrscheinlich gegen Stress oder so. Er hat einen Revolver, super. Als Sekundärwaffe, sobald die entsprechende Produktionslinie, weiß ich nicht. So, das ist also der Anführer, der so eine Art Gruppenbuff gibt. Oder wir machen dann Richtschützen draus. Knallharte Draufgänger, aha. Mit der Signaturwaffe M56 und können ihrem Team mit außergewöhnliche Feuerunterstützung, aha. Der Marine kann eine Signaturwaffe als Primärwaffe auswählen. Was ist eine Signaturwaffe? Müssen wir uns angucken. Der Marine kann einen Revolver. Machen wir den mal. Warte mal. Sieht der aus wie ein Anführer? Sieht der aus wie ein Anführer? Nee, der sieht aus wie ein Richtschütze, ne? Das ist hier unser Richtschütze. Komm. So. Klasse. Waffenausbildung. Signaturwaffe. Aha. Gehärtet, ist er schon. Da haben wir zufällig genau den richtigen genommen, ne? Das ist nämlich der, der sowieso schon eine dicke Panzerung hat. So, dem können wir da noch können wir noch was verpassen? Was können wir ihm denn verpassen? Schlauberger. Gewährt Zugriff auf Interaktion hacken. Nee. Anhaltend. Kühn. Erhöht die maximale Tapferkeit des M5, verringert den Stress, den er durch jede beliebige Quelle erleidet. Also was machen wir aus ihm, ist die Frage. Ja, komm, machen wir ihn stabil. So, jetzt ist er stabil und gut gepanzert. Ich denke mal, das ist ein gutes... Warte mal hier. Verfügbarer Verbesserungsslot. Ja, da haben wir noch nichts drin, macht nichts. So, wo sehen wir denn hier? Warte mal, wir müssten doch irgendwo befördern. Wir müssten doch irgendwo sehen, was das hier für ein... Sehen wir ehrlich gesagt nicht. Gut, dann befördern wir jetzt ihn hier. Wer ist das? Gerade mal, Leon, wen hatten wir denn schon befördert? Ach, da sehen wir es, warte mal. Ich glaube, der ist schon befördert, ne? Pass auf, den befördern wir und machen ihn zum Anführer, glaube ich. Den hier. Genau, der hat ja hier Munitionstasche. Dann machen wir den mal zum Anführer. Achso, den können wir gar nicht zum Anführer machen. Warum nicht? Okay. Der sieht aber auch nicht aus wie ein Anführer, ne? Munitionstasche. Chancen des Marines auf kritisch und verstümmeln um 13% erhöht. Rächer. Der Trupp generiert 5 mehr Vergeltungspunkte. Teamgeist. Erhöht die Reserve Fehlspunkte um 1 für jeweils 2 Marines, die im Trupp dieses Attribut haben. Ne, dann nehmen wir mal Zielwasser. Dann machen wir ihn hier zum Snipper. So.
Dann wird er hier der Snipper und die beiden, die sind glaube ich noch unbedarft. Keine Ahnung, zu was wir die machen. Ach, da können wir das jetzt. Hier, dann wird das hier der Sergeant. Oder der Sanitäter ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, Dauer der Heilungsaktion wird um 50% verringert. Revolver. Naja, Heilungsdauer. Dann machen wir ihn lieber zum Anführer, oder? Sieht das aus wie ein Anführer? Ja, das ist jetzt unser Sergeant. Komm. Der ist jetzt charismatisch. Ja, unser charismatischer Sergeant. Der hat schon Zielwasser. Ist ja auch nicht schlecht. Und was kriegen wir noch? Erlösung. Geist aus Stahl. Automatisch von einem Trauma. Aha. Plünderer verdient 10% mehr Materialien, wenn immer ein Marienkiste mit. Genau, Ladehemmung ist schlecht. Entfernen wir lieber das Ding. Okay. Fertig. So, also, wir haben einen. Wir haben den Richtschützen. Wir haben einen. Keine Ahnung, was hier ist. Das ist unser Anführer, Richtschütze, Anführer. Und der ist einfach so aufgeschrieben. Was können wir aus ihm hier machen? Sanitäter oder Tacker? Hacken, aha. Ich weiß nicht, ob Sanitäter so günstig ist. Dauer der Heilungsinteraktion wird um 50% verringert. Das ist relativ banal, oder? Dann lieber gewährt Zugriff auf die Interaktion Hacken. Dann machen wir lieber das. Komm. Ist das unser Hacker hier? Der sieht schon aus wie so ein Hacker. Haben wir da etwas, was ihn unterstützen kann? Flinke Hände. Nachladezeit. Plünderer Level 2. Wäre auch nicht schlecht. Der hat ja schon Plünderer. Der plündert halt gern. Komm. So, ich glaube, wir haben alles. Ein Konstrukteur gerettet. Schon mal nicht schlecht. Und hier diverse Materialien. 286, das ist natürlich cool. Und Xenoproben. ...88% unentdeckt, 6% entdeckt, 5% gejagt. Das haben wir ganz gut gemacht. Zerstörer, was ist denn Zerstörer? Achso, da haben wir hier dieses... 11 Drohnen und ein... Und dieses Riesenbaby haben wir umgenietet. Hello, Administrator Hayes. So, Otago-Reparatur, sogar 5%. Verfügbare Marines 7, müde Marines, das sind die, die wir dabei hatten. Erschöpfte Marines, verletzte Marines. Das heißt, das Erste, was wir natürlich machen... Have a nice day. Deputy Administrator Hayes. Medquarter. Und hier den Saints. Da weisen wir mal. Eigentlich braucht er keinen Arzt, oder? In einem Tag passiert eh nichts. Können wir mal so lassen. Ich würde mal sagen, das lassen wir so. Warte mal da. Konstrukteure. Ärzte. Zwei Ärzte. Drei Konstrukteure. Wir haben eine Menge Zeug. Das können wir im Labor. Safe, okay? Das können wir im Labor machen. Immer noch nichts, ne? Ich frage mich, wofür das Labor gut ist. Es muss ja zu irgendwas, muss es doch taugen, oder? So. Stay safe out there. Oh, guck. Stay safe, okay? Da, das ist das Befehlsdeck. Da müssen wir mal. Have a nice day. Was können wir in der Werkstatt machen? Signaturwaffe, die sollten wir vielleicht freischalten. Ich weiß nicht, ob der sonst. So. Ach, das ist die Signaturwaffe, ist die Smart Gun. Okay, das macht natürlich extrem viel Sinn. Die holen wir uns auf jeden Fall. Salvendauer, eine Sekunde, 150 Munition. Na, ja. Okay, das ist diese. Wie hießen die denn, die bei Alien 2? Die sind Smart Guns, oder? Die nehmen wir auf jeden Fall. Komm. Let's hope our Matt won't sue us. So, Waffe gebaut. Und wie sieht's mit Revolver aus? Brauchen wir den?
Wir müssen ein bisschen gucken. Wir haben jetzt noch 186. Schaltet den Revolver frei. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob wir einen Revolver brauchen. Dann eher eine Mine. Kosten uns auch nochmal 100. Ist natürlich eine Menge, aber... Ja, komm, nehmen wir mal die Minen. Ich habe so den Verdacht, das könnte noch wichtig sein. Let's hope our Matt won't sue us. So. Minen und die Signaturwaffe. Sehr, sehr geil. See you around. Hello, ma'am. So, Waffenkammer. Wen haben wir denn da? Jetzt gucken wir uns mal die Soldaten an. Hier, das sind die Ränge, ne? 3, 2, 1, 1, 1. So, das sind alle Rang 1. Die haben alle nichts Besonderes. Wir haben einen auf der Krankenstation, der ist der Richtschütze mit Zielwasser, glaube ich. Did I teach you, Marine? Salute. Lass mal kurz an. Ich muss mal ganz kurz einen Überblick. Nee, das ist nicht der Richtschütze. Impulsgewehr, Dienstpistole, das lassen wir mal so. Verletzt, einen Tag erschöpft, zwei Tage. Na wobei, warte mal, den sollten wir dann doch lieber... Munitionstasche, was kann der sonst noch so mitnehmen? Der hat bis jetzt nichts weiter außer. Außer dem Perk hier Zielwasser. Und eine Munitionstasche. Wäre da noch was Sinnvolles? Anzahl in jedem Ladestreifen 20%. Ja. Ja, Taschen. Ja. Zielvisier. Erhöht die Treffsicherheit um 5 Punkte. Hat er ja quasi schon. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Zielvisier. Was kostet mich der Spaß? Ja, komm. So. Der hat jetzt ein Zielvisier und eine Munitionstasche und erhöhte Chance auf Crit und Verstümmeln. Das ist quasi unser Sniperig. Hoppala, das wollte ich nicht. So. Wir geben noch ein bisschen aus. Oh, wir haben nicht mehr so viel. 56. Den müssen wir auch gleich auf die Krankenstation. Saints müssen wir uns merken. Saints ist unser Scharfschütze. Wo ist unser... Das hier müsste unser Richtschütze sein. Der geht natürlich vom Impulsgewehr, bitte. Tunlichst auf die... Ach, das geht erst... Ich krieg die Krise. Mano, ich dachte, man könnte die jetzt schon nehmen. Level 3 Richtschütze. Ist das nicht Level 3? Was ist er denn? Er ist doch Level 3. Schlechtes Sehvermögen. Ist vielleicht für den... Egal, das ist ja eine Smart Gun. Hat er die jetzt? Nee. Warum kann er die nicht nehmen? Er ist ein Level 3. Was ist das hier? Achso, ne, brauchen wir nicht. Ich habe keine Ahnung, warum der das Ding nicht tragen kann. Ich dachte eigentlich, er wäre einer. Egal. Ne, eigentlich ist nie egal. Saints ist ausgerüstet, den Rest müssen wir leider erstmal warten. Wo ist eigentlich unser... Wo ist eigentlich der mit dem Perk... Ist der hier? Ach so, warte mal, jetzt hat er die geändert. Attribute. Ja, okay, das ist der Stabile, das ist der Sniper. Was ist das hier? Das ist der Anführer. Ja, genau. Und das ist der Plünderer und Hacker. Okay, was ich schade finde, dass wir ihn noch... Aber wir haben sowieso nicht genug, glaube ich. Warum können wir den nicht ausrüsten? What did I teach you, Marine? Salute. Nichts hast du mir beigebracht. So. Kann eine Signaturwaffe als Primärwaffe ausrüsten? Das steht da. Was kann man denn noch hier? Ach, ey, was ist das denn alles? Erlaubt es dem Signal... als autonomes, automatisches Geschütz einzusetzen. Während eingesetzt wird, benutzt der Marine seine Sekundärwaffe. Erhöht die Treffsicherheit des Marines bei Feinden, die ihn töten. Diese Bastel... Achso, 10 Punkte.
erhöht den Verlangsamungseffekt und das Stützungsfeld für den gesamten Trupp. Der Bonus gilt nur, solange der Richtschütze lebt. Das wäre natürlich nicht schlecht, das erhöht den. So, wir haben jetzt so viel Zeugs hier. Taschen, Munitionstasche. Hier, dann nehmen wir mal das Unterstützungsfeuer für ihn noch. So, und jetzt sind wir, glaube ich, so gut wie pleite. So, wir haben einen... Fassen wir mal zusammen. Wir haben einen Präzisionsschützen mit Spezialisierung auf Verstümmeln. Wir haben einen Ratatatatata, der leider das Ratatatatata nicht tragen kann und der sehr stabil ist. Und der nebenbei... This one won't let you down. Der nebenbei genau auch noch diese HI-Patrone hat. So. Ja, und dann haben wir noch einen Anführer und einen Hacker-Sammler. Aber was mich immer noch wurmt, ist, dass er die Primärwaffe nicht ändern kann. Kann den Revolver, ja. Flammenwerfer könnte er auch ändern. Den Flammenwerfer kann er aber behalten. Wobei, wir könnten einen mit einer Mine ausstatten. Jetzt kann er. Warum kann er denn jetzt? Ne, jetzt kann er immer noch nicht. Doch, jetzt hat er sie aber. Ja, jetzt hat er sie. Keine Ahnung, das war so ein Schluck auf oder ich habe nicht richtig gedrückt. So, okay, wir haben jetzt den Richtschützen und was wir haben wir noch genug Geld? Ne, 26. Aber einen tun wir noch mit Minen ausstatten. Und zwar würde ich mal sagen, unseren Sergeant, den This Boss. One won't let you down. Der Boss kriegt jetzt, aber bei der hat einen Flammenwerfer, dann kriegt der Hacker die Minen. Hacker sind ja sowieso so Minenleger, ne? Ganz klar. So. Ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Jetzt gehen wir nochmal aufs Medbay. Troops, Eddies. Und sagen, hier, um den kümmerst du dich bitte, einen Arzt zu weisen. This one's a priority. Understood. Weil wir haben gar keine anderen Prioritäten. So. Talk to you soon. Hey, Rook. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Und können uns hier you can count on them, ma'am. Aufs Befehlsdeck begeben und können erstmal einen Tag warten, mal gucken, was passiert. New objectives are awaiting your review. 100 Materialien verliere den Einsatz, kein starte die Sammelaktion nicht, kein Effekt hier, komm. Sehr gut, 100 Materialien gesammelt. Wow, dann könnten wir eigentlich schon wieder was kaufen. Gehen wir nochmal in die Kaserne. Deputy Administrator Hayes. So, warte mal, dann... Was kann denn der Hacker... Halt, das ist nicht der Hacker. Doch, das ist der Hacker. Was kann denn der Hacker noch so gebrauchen? Munitionstasche. Taktische Drohne. Oh, sie kann bestimmte Interaktionen... Aha. Taschen, was ist das? Treffsicherheit. Nee, dann lieber die Drohne. Was kostet uns das? 30. Cool. Cool, cool, cool. So, der hat jetzt eine Drohne. Das ist wirklich so der Hacker. Was können wir denn unserem Sergeant noch so Gutes tun? Teach you, Marine? Salute. Oh, warte mal. Was ist das denn? Ehrenbänder erhöhen die Tapferkeit um 5. Ich weiß nicht, braucht er Tapferkeit? Was haben wir da? Oh, Befehlspunkte erhöhen. Definitiv. So, jetzt haben wir 81. Das können wir mal so lassen. Befehlsdeck. Troops, Eddies. Nächster Tag. New objectives are awaiting your review. 50 Materialien, Xenoproben. Rette einen zufällig überlebenden Herr damit. Ein Marine. Sehr gut. Aber den Verdacht, den können wir gebrauchen. New objectives are awaiting your review. Ein Konstrukteur können wir auch gebrauchen. Sehr gut. Läuft er wie am Schnürchen? New objectives are awaiting your review. 50 Xenoproben, her damit. Noch ein Marine. Wir können gar nicht verlieren. Wir sind quasi unkaputtbar. New objectives are awaiting your review. Rette einen Arzt. Brauchen wir sowas? Na klar. Kann man das verlieren? Bin da nicht so sicher. New objectives are awaiting your review. Ja,
Der soll sich mal ausruhen. Ach so, leider ein zufälliges. Nee, komm, soll ich ausruhen. Okay. Befall erhöht. Aha. So, und als nächstes geht's hier los mit dem nächsten Einsatz. Ich nehme mal an, nochmal nach Dead Hills. Weil wir wollen ja noch das Nest aufspüren und es ausräuchern. Ich würde sagen, das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Alien Dark Descent. Tschüssi. Was läuft da unten rum? Warte mal, was läuft da unten hin? Das ist eine Katze! Das ist eine Katze! Bis zum nächsten Mal.